Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Immer noch in alter Frische. Und wir haben uns heute überlegt, unser Weg wird uns mal zum Schmied führen. Der hatte ja auch noch eine Aufgabe, die hatten wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, was er will. Und schauen wir mal. Gehen wir doch dann mal dahin. Da wir ja immer noch hier in Moorland sind. Jetzt mit unseren eigenen Pferden. Ne? Ja, selbst gekauft. Ja, gestern sind wir dazu gekommen, haben wir endlich ein eigenes Pferd. Ist doch nett. Ja, ich finde die bildschön Ja, eigentlich ich finde auch. die auch sehr schick. Die sind Seit die schick. überarbeitet sind, ja. Ja, die sahen vorher wohl anders aus, ne? Ja. Halten wir mal querfeld ein, gucken, ob wir hier Ja. durchkommen. Ja, Kleines das. Fun. Kaum haben wir ein eigenes Pferd, prompt werden die direkt schon getestet hier, ob die auch richtig geländetauglich sind. Genau. Ich glaube, die von der GED, die kann man ruhig umreiten. Die sind sowieso böse. Das habe ich jetzt nicht gesagt. So. Konrad. Genau. Diese Hufeisen werden besser, als ich mir je hätte träumen lassen. Wenn ich doch nur ein wenig glänzendes Geistererz hätte, dann könnte ich sie noch besser machen. So wie sie früher gemacht wurden, wenn handgefertigte Gegenstände noch voll von Magie und geheimen Kräften waren. Nimm die Minenhacke und reite zu Giles Gruft in der Nähe von Doyles Abbey. Wende sie an den alten Felsen an, um ein wenig glänzendes Geistererz zu bekommen. Ich brauche nur zwei Brocken von diesem seltenen Material. Ah, okay. Das ist da hinten, ist das. Ja, dann gehen wir da doch noch mal hin. Jawohl. So, da hinten ist es schon. Da müssen wir. Oh, das sieht aber gut aus hier. Ich nehme mal an, die Pferde können wir hier nicht mitnehmen. Nein, Nee, sieht steht nicht auch da. aus. Kannst dein Pferd nicht in diese Gegend mitbringen. Ja, ist ja schon gut. Dann gehen wir zu Fuß. Okay, Jarlsgruft. Jarlsgruft. Naja, na, wir kennen das ja schon hier. Erze kloppen haben wir ja schon mal gemacht, ne? Na Ja. dann. Ach, diesmal nur zwei. Na, der ist ja richtig gnädig, der Mann, Ja. ne? So, wieder zurück. So, dann gucken wir doch mal. Dann reiten wir doch mal den Weg hier ganz normal Ah, zurück. Entschuldigung, ich Oh, bin hast du eigentlich dein auch Pferd so. gestreichelt? Süß. Hi. Hi. So. 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 Eine richtig nette kleine Insel. Okay, jetzt steht hier noch jemand, haben wir auf dem Rückweg gesehen. Die gute Mary. Stopp, stopp, mutige Reiterin, du musst mir helfen. Heute Morgen ist mein kleines Lamm Twinkie vor Angst weggerannt. Sie ist in die Felder Richtung Westen gelaufen. Ich glaube, ich kann sie manchmal vor Angst schreien hören. Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Ich kann keinen einzigen Schritt tun. Wenn du allerdings meine kleine Twinkie finden könntest, dann wäre ich überglücklich. Oh, ich hoffe, die Wölfe finden sie nicht vor dir. Ich weiß, du solltest ein wenig frisches Gras pflücken und ihr geben. Das ist ihr Lieblingsessen. Das sollte sie beruhigen und sie dazu bringen, dir zu folgen oder sie wenigstens dazu bringen, nach Hause zu laufen. Gib ihr mehr leckeres Gras und sie wird dir folgen. Okay, wenn wir das machen, kriegen wir eine Reithose. Also die ist ja wenigstens großzügig. Also erstmal Gras pflücken. Hier überall, wo Okay. es leuchtet, können wir natürlich wieder vom Pferd aus. Wir sind ja richtig artistisch, ne? Wir machen das alles vom Pferd. Wir brauchen gar nicht absteigen. Schon der Hit, ne? So. Und hier, was ist das denn eigentlich hier? Hier ist Ponyrennen, ne? Hier vorne. Hier ist Ponyrennen. Ja, da steht auch schon so ein Pony. So. Überall da, wo es orange ist. Mal gucken, da hinten ist auch noch Gras. Da ist sie ja, die kleine Maus. Und die sieht so flauschig aus. Ist Oh, die ist goldig. aber süß.
Ja, sehr niedlich. Ja, ich muss jetzt füttern hier, füttern. Machen wir auch mal. So. Ich glaube, ich pflück mal lieber noch Gras, bevor die mir hier flöten geht. Okay. So, ja dann. So, und immer wenn sie stehen bleibt, da muss man sie füttern. Ja. Oh. Tja. Tja. Ja, die gute Twinkie. Ja, die wird sich freuen, wenn sie ihr Schaf wieder hat. Ja, die ist voll süß. Ja. So. Du hast sie gefunden. Du bist wirklich die mutigste der Mutigen. Um weiter in die unbekannten Gefilde Morlands vorzudringen, musst du schrecklichen Gefahren gegenübertreten und unversehrt mit den Hilflosen und Unschuldigen zurückkehren, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Du bist ein wahrer Morland-Champion. Ich werde eine Petition beim Rathaus einreichen, um dir zu Ehren eine Statue aus purem Gold errichten zu lassen. Danke, mutige Reiterin, danke. Oh je, das ist aber ein bisschen drüber, oder? Meine Güte, also ehrlich. Oh je, da wird man ja schon rot. Das ist ja, ne? Oh nein. Ja gut, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben auf jeden Fall auch das Erz. Aber sollen wir nicht einfach noch mal kurz einen kleinen Abstecher nach Fort Pinter machen? Ja, machen wir gern. Okay, dann lass uns da mal runtergehen. Gucken wir da mal noch mal. Das war so schön da. Ich glaube, da hinten war noch irgendwie eine Aufgabe. Ja. Die war schon beim letzten Mal da, wo ich gesagt hatte, da gehen wir jetzt aber nicht hin. Die würde ich doch noch gerne, das würde ich noch gerne Okay. herausfinden, was da los ist. Dann gucken wir mal. Wer ist das? Ja. Die Tori. Und die Sally. Mal gucken, was die hier wollen. Ich frage mal die Tori. Hallo, schon gehört? Es wird gemunkelt, dass Spirit hier in Jorvik ist. Meine beste Freundin Sally und ich sind hierher gekommen, nur um ihn zu treffen. Wir vergöttern ihn, seit wir klein sind. Du weißt nicht, wer Spirit ist? Spirit ist der Beste. Er ist ein wilder Mustang, der immer seinen Freunden helfen will. Ich wette, er ist hier, um zu sehen, wie er den Leuten und den Tieren hier in Jorvik helfen kann. Du solltest versuchen, ihn zu finden, damit du ihn kennenlernen kannst. Wenn du Pferde liebst, dann ist Spirit ein Pferd, das du einfach treffen musst. Ja. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich habe gehört, dass er sich zwischen verschiedenen Orten hier auf der Insel bewegt. Vielleicht hast du Glück und findest ihn. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall was gekriegt. Wir haben ein Kleid gekriegt. Ein Kleid. Das ist doch gut. Ja. Ein rosanes Kleid. Okay, es ist Geschmackssache. Ich habe es mal angehalten. Und die Hose? Die Hose, das ist eine Trainingshose. Okay, die geht. Die Hose von gerade. Ja, ich würde sagen, wir geben unsere Quest ab in Morland, ne? Dass wir dahin dann zurückgehen.
Da ist wieder der gute Konrad. Dann geben wir ihm doch mal die Sachen. Das sind perfekte Exemplare glänzenden Geistererzes. Gut gemacht, Celine. Jetzt werde ich die letzten Verfeinerungen vornehmen. Und schon wieder ein Level gestiegen. Juhu, Glückwunsch! Danke, dir auch. Geht schnell hier, ne? Ja. Ja. Mal gucken, nehmen wir das auch noch an. Während ich diese Hufeisen fertig mache, gehe und suche Nägel, damit wir sie Guardian Angel gleich anbringen können. Vor langer Zeit, lange bevor du und ich geboren waren, lebte in Jorvik ein Stamm von Ureinwohnern. Sie lebten glücklich und im Einklang mit Naturgeistern und ihre Pferde hatten Kräfte, von denen wir uns heute nicht einmal träumen lassen würden. Sie hatten eine große Siedlung südlich von hier, direkt am Strand, und man kann dort heute noch Überreste aus dieser Zeit finden. Wenn du Glück hast, kannst du dort im Sand vielleicht ein paar ganz besondere Nägel für die Pferdeschuhe finden. Ich brauche nur 8 antike Nägel. Okay. Okay, okay. Da geht's also zum Strand. Ja, dann, nee. Ja, machen wir das noch? Das machen wir. Wir suchen noch die Nägel. Super. Wir suchen noch die Nägel. Ich dachte auch, das ist, aber dann kann er das schon mal machen. Keine Ahnung, vielleicht schafft er das auch nicht sofort. Dann düsen wir mal da runter. Ja. Da waren wir auch noch nicht am Strand, ne? Nee, bisher noch nicht. So. Schön. Schon schön hier unten am Strand. Oh ja. Haben sie so richtig schöne Fischernetze auch noch. Ach ja, jetzt so mit dem ersten eigenen Pferd, da habe ich eigentlich nicht vor, hier von der Insel zu verschwinden. Ich glaube, ich bleib. Ich bleib hier. Ich suche mir einen Job. Ich meine, Jobs kriegst du ja hier sowieso nachgeschmissen, ne? Für wenn wir hier nicht alles arbeiten müssen, ist ja sagenhaft. Aufträge ohne Ende. Ich würde sagen, wir stellen noch welche ein, ne? Das geht ja gar nicht alleine. Nichts mit idyllischen Ausritt und ja, mal schauen. Wo bist du? Ich bin bei Konrad jetzt gleich. Ich warte mal so lange, bis du da bist. Da bin ich. Ah, da kommst du. Alles klar. Dann gehen wir mal ab. Mhm. Feinste Nägel sind das. Ich werde jetzt meine Arbeit fortsetzen. Komm später wieder. Vielleicht werde ich noch einmal deine Hilfe brauchen. Ja, okay. Gut. Dann können wir uns eigentlich freuen, dass er uns wahrscheinlich Hufeisen macht. Na, und da würde ich sagen, das gucken wir uns möglicherweise morgen an, wie es weitergeht oder wann auch immer er Zeit hat. Ne? Jupp. Dann einen schönen Tag noch. Bis morgen.